Heute gibt es Kürbisgnocchi mit Salbeibutter. Action! Zunächst müssen wir den Kürbis entkernen und grob würfeln. Außerdem brauchen wir Kartoffeln, mehlig kochende, die schälen wir und würfeln wir ebenfalls. Kürbis und Kartoffelwürfel kommen jetzt so wie sie sind aufs Backblech. Bei 200 Grad Umluft sollte das Ganze jetzt garen, bis es gar ist. Das sieht gut aus. Perfekt. Ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob ihr den Stampfer oder die Kartoffelpresse nehmen möchtet. Wir nehmen heute die Kartoffelpresse. In die Masse kommt jetzt Salz, Pfeffer und frischer Muskat. Außerdem Mehl und das vermengt ihr jetzt. Mehlt eure Arbeitsfläche gut ein und gebt den Teig dann einfach drauf. Teig ungefähr dritteln und dann die Drittel jeweils zu einer Wurst formen. Mit dem Teigmesser nun kleine Gnocchi abschneiden und jeden einzelnen vorsichtig über eine Gabel rollen. Die Gnocchi gart ihr dann in leicht sprudelndem Salzwasser. In einer Pfanne bräunt ihr jetzt ordentlich Butter und gebt gleich noch ein paar Salbeiblätter hinzu. Die Gnocchi rösten wir jetzt von allen Seiten schön an und dann können wir auch schon servieren. Dann natürlich schmecken lassen. Mmh.